Hallo zusammen, Meier3007 hier. Ja, ich habe mich an diesem verregneten Nachmittag jetzt dazu entschlossen, zwei Videos für euch zu drehen. Beginnen möchte ich mit meiner neuen TB Archer Rezension. Mein letztes TB Archer Buch war ja Michael Gerwin, Brummschädel. Das ist ein München-Krimi, nämlich der 9. Fall für Max Rheinthaler. Dieses Buch hat insgesamt 307 Seiten und ist dieses Jahr im Gmeiner Verlag erschienen. Es kostet neu 12,99 €. Ein Dortmunder Geschäftsmann wacht mit brutalen Kopfschmerzen in einem Münchner Hotelzimmer auf. Und er hat keinerlei Erinnerungen mehr an den gestrigen Abend. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, stellt er entsetzt mit einem Blick in den Spiegel fest, dass eine extrem peinliche Tätowierung auf seiner Stirn prangt. Und auch sein Geschäftspartner ist spurlos verschwunden. Als dieser schließlich wieder auftaucht, versuchen die beiden erst einmal herauszufinden, was denn letzte Nacht genau geschehen ist. Denn auch sein Geschäftspartner hat dieses peinliche Tattoo auf seiner Stirn. Genau zur gleichen Zeit wird Max Rheinthaler von seinem Freund Max Wurmdobler, Franz Wurmdobler, ans Isarufer gerufen. Denn in der Nähe des Deutschen Museums wurden die Leichen zweier junger Russinnen gefunden. Natürlich greift er seinem Freund Wurmdobler unter die Arme. Schon bald finden die beiden heraus, dass die jungen Damen die Nacht mit den Dortmunder Geschäftsleuten verbracht haben, wodurch die natürlich ins Visier der Ermittlungen geraten. Haben sie die beiden wirklich im Suff ermordet und können sich jetzt nicht mehr daran erinnern? Oder spielen sie sogar nur die total Betrunkenen und den Filmriss? Sollte es wirklich so einfach sein? Die Spurensuche führt die beiden Ermittler zu dem Begleitservice, bei dem die Russinnen arbeiteten, an die Münchner Universität und sogar bis nach Furt im Wald und Tschechien. Wer jetzt wissen will, ob tatsächlich die Geschäftsleute die Tat begangen haben, der muss dieses Buch lesen, denn das verrate ich hier an dieser Stelle nicht. Aber auch privat ist bei Rheinthalern wieder mal was geboten. Denn eine Bekannte seiner Freundin Monika bittet ihn, doch auf ihren kleinen Dackel aufzupassen, dass sie für mehrere Tage ins Krankenhaus muss. So bekommt Max Rheinthaler also einen vierbeinigen Begleiter, was in diesem Buch natürlich zu einigen lustigen Szenen führt. Mir hat das Buch recht gut gefallen, ein richtig klassischer Rheinthaler. Spannung, aber auch Unterhaltung und viele Lacher vor der Kulisse Münchens. Ich fand es schön, dass dieses Buch wieder in München gespielt hat, zumindest teilweise, denn das letzte Buch war ja komplett in einem Hotel hat es ja gespielt. Dieses Buch bekommt jetzt 4 Sterne von mir, denn so der letzte Pfiff, das letzte i-Tüpfelchen hat mir hier noch gefehlt. Aber ich hoffe ja, dass es noch weitere Rheintaler-Krimis geben wird, die werde ich mir dann auf jeden Fall auch holen. Also, Brummschädel von Michael Gerwin, ein Regionalkrimi, den man durchaus gerne mal lesen kann. Vor allem natürlich allen Fans der Max-Rheinthaler-Reihe kann ich es nur empfehlen. Das war jetzt die Rezi. Dann wird es jetzt spannend. TB Archer-Ziehung. Ah ja, das ist schön. Mein nächstes TB Archer-Buch wird sein Mord mit Marzipan. Ich hoffe, man kann es sehen. Ja, Mord mit Marzipan. Das ist ja der neue Fall für Thekla, Hilde und Walli. Da freue ich mich jetzt drauf. Hier, da ist das gute Stück. Spielt rund um die Landesgartenschau, die ja letztes Jahr hier in Deggendorf war. Ich bin gespannt. Ich werde mich auf jeden Fall bei euch melden, wenn ich es gelesen habe. Also bis dann, beziehungsweise bis gleich, weil jetzt kommt dann gleich noch ein Video online. Also bis gleich. Meier3007.